10 Fakten über die Fashion Week Berlin. Hallo, Servus und willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, die Fashion Week im Januar ist rum, aber die nächste steht schon wieder an. Und deswegen habe ich für euch 10 Fakten über die Fashion Week Berlin. Warten, anstellen, warten, anstellen, Einlass. Ja, tatsächlich, die meiste Zeit, die wir Blogger und Vlogger bei der Fashion Week verbringen, ist tatsächlich das Check-in, das Anstehen, bis die nächste Show beginnt und das Hoffen, dass wir gute Plätze kriegen. VIP und Red Carpet. Leute, was da abgeht, man glaubt es nicht. Die ganzen Blogger, die sich selbst inszenieren, die schon fast den VIPs den Platz wegnehmen am roten Teppich. Natürlich die großen Shows mit den großen geladenen Stars. Aber auch der ein oder andere Boutiqueninhaber, der sich freut, ein Selfie für sich und seiner Fanpage auf Facebook zu machen. In der Lobby tümmelt sich so allerlei. Wir haben da die Fashion Lounge, dort wird geschminkt von Maybelline, dann gab es von Schönmümm eine Bar, es gab auch einen Wasserausschank und eine ganz, ganz kleine Lounge. Aber dort trifft man sich, dort verweilt man zwischen den Shows und hofft natürlich, den einen oder anderen wiederzuerkennen. Die Off-Locations, ganz, ganz wichtig, nicht alles findet im Mercedes-Benz-Zelt statt, sondern vieles passiert während der Fashion Week in Berlin. Sei es in irgendwelchen coolen, abgefuckten Locations, sei es irgendwie in glamourösen Hallen oder auch Foyers, in Hotels oder vielleicht auch nur in Boutiquen. Also auf jeden Fall, da müsst ihr auch hin. Denn wenn man nur im Mercedes-Benz Fashion Week Zelt ist, ganz ehrlich, das wird schnell mal langweilig. Die Gäste sind querbeet. Du hast Blogger vor Ort, du hast Promis vor Ort, du hast Journalisten, Fotografen, TV-Teams, Facheinkäufer und welche, die sich selbst als Fashion-Fan bezeichnen. Was mich ganz besonders gewundert hat, ist, dass die ach so individuellen Fashion-Bloggerinnen, die sehr, sehr viel für ihr Aussehen tun, doch alles sehr gleich aussehen. Schon fast uniformiert. Warum? Keine Ahnung. Die Aftershow-Partys. Leute, ich sag's euch, das ist ein Thema für sich. Also die geilsten Partys sind die, die geheim sind. Ja, aber wie kommt man da hin? Ja, gute Frage. Witzig ist, wenn man zum Beispiel von Promis angesprochen wird, ob man sich später auf einer Show trifft, aber dann die PR-Agentur einem sagt, dass es gar keine Aftershow-Party gibt, also einem wirklich ins Gesicht lügt. Und da frage ich mich, ist das der richtige Weg von einer PR-Agentur, eine Bindung zu einem Blogger und Vlogger aufzubauen? Ich denke mal nicht. Denn selbst wenn ein Blogger oder ein Vlogger nicht auf diese Party gehen darf oder sollte, sollte man ehrlich darüber kommunizieren. Denn auch das ist ein Vertrauensverhältnis, was unter so einer Aktion ganz schön leidet. Der Dresscode. Leute, es ist der Hammer. Jeder zieht an, was er will, denn es ist Business. Du musst arbeiten, du bist den ganzen Tag unterwegs, es muss praktisch sein und nichts für ungut. Wenn du kein Fashion-Blogger bist, interessiert sich auch keiner dafür, denn du bist da, um zu arbeiten. Ja, die Front Row, jeder will in der Front Row. Und es ist klar, schönste Plätze, coolste Nachbarn, aber auch die zweite und dritte Reihe ist reserviert und ab der vierten ist es meistens freie Platzwahl. Wenn du also eine Karte hast, wo freie Platzwahl draufsteht, dann musst du schnell sein, weil sonst hast du schnell einen schlechten Platz. Für einen reservierten Platz kannst du ganz entspannt noch ein Gläschen schön Mumm trinken und später in die Halle gehen. Ja, neuntens, die Goodie Bags. Alle wollen wir sie, jeder liebt sie und manchmal sind die ganz schön geizig. Ja, nicht geizig wirklich, weil es sind doch viele Sitzplätze und oft bekommt nur die erste Reihe ein Goodie Bag, bei anderen Designern schon mal die zweite und dritte. Und nur ganz wenige Ausnahmen, wie Laurel zum Beispiel, haben auf allen Plätzen Goodiebags. Und liebe Designer, ich sage euch eines, auch wenn nicht viel drin ist, ein Goodiebag, wir lieben sie alle. Und zehntens, und das ist das Wichtigste auf der Fashion Week, sind die Designer. Es ist einfach toll, in einer Woche so viele Künstler und Kreative zu treffen, zu sehen, was sie machen, wie sie im Endeffekt den Zeitgeist und die Modeindustrie mit beeinflussen. Und das ist das, was die Fashion Week ausmacht. Und alle anderen Punkte, die zuvor sind, sind Entertainment, sind Event, aber nicht das, um was es geht. Also konzentrieren wir uns doch viel mehr auf die Designer und auf die kommende Kollektion und freuen wir uns alle auf die nächste Fashion Week in Berlin. Und vielleicht sehen wir uns. Bist du auch dort? Ab in die Kommentare. Vielleicht machen wir einen Vlog vor Ort. Würde mich sehr, sehr freuen.